Hi Leute, heute kommt wieder ein neues Video und zwar mache ich heute einen Haul und ich habe die Sachen in dem Haul schon etwas, einige Sachen schon etwas länger eingekauft und die anderen irgendwie nicht, die habe ich erst seit ein paar Tagen und ich glaube, das wird ein ganz interessanter Haul, weil eigentlich alle Sachen ziemlich, also cool sind, also ich mag alle Sachen ziemlich arg und dann würde ich sagen, beginnen wir mal. Fangen wir mal mit der Kleidung an und zwar habe ich mir da einmal von Pimki ein, Holzfällerhemd gekauft. Das hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal an. Ich muss sagen, ich liebe das. Das ist aus der neuen Winterreihe-Kollektion. Und das hat da noch so Nieten. Und ich liebe das wirklich sehr. Und das hat 29,95 gekostet, glaube ich. Ich habe jetzt von allen leider die Preise nicht mehr. Aber naja. Und ja, das ist sehr, sehr hübsch. Und ich mag das wirklich total. Ja, gefällt mir sehr gut. Dann gibt es bei Tailywell ja momentan so eine Aktion, dass wenn man zwei Leggings kauft, die nur 16,95 kosten. Und da habe ich euch ja schon mal zwei gezeigt in einem anderen Haul. Ich habe mir dann nochmal zwei weitere geholt. Und zwar einmal diese hier, weil ich mag die Leggings einfach voll. Die sieht so aus, das hat so ein Kreuzemuster, finde ich sehr, sehr schön. Besonders passt es dann gleich zu dem nächsten Kleidungsstück, das ich euch gleich zeigen werde. Also einmal diese Leggings hier mit den Kreuzen. Und, sorry, da redet gerade jemand im Hintergrund, nicht beachten. Und dann noch einmal diese hier. Und die hat so ein Tie-Dye-Muster. Und da müsst ihr auch wirklich gucken, ups, da ist die eine Seite so, da müsst ihr auch wirklich gucken, weil da sind alle Leggings verschieden, also da kannst du dann auch nicht sagen, du kaufst dir einfach, also kaufst einfach irgendeine, weil da sind alle Muster verschieden und ich fand halt das besonders schön, kommt jetzt etwas greller rüber in der Kamera, als es eigentlich ist, aber ich mag die wirklich sehr und die haben beide, wie gesagt, dann 17 Euro gekostet und jetzt kommt ein Teil, das so, so wunderschön ist und ich liebe das einfach nur, ich, keine Ahnung, ich bin ausgeflippt eigentlich, wo ich das gesehen habe. Und zwar ist das dieser Pulli hier von Ann-Christine. Und ich tue mal kurz das Schild ein bisschen hinter hier. Es stört ja komplett. Der ist roséfarben und hat lange, flauschige Ärmel und ist überhaupt ziemlich flauschig. Und der hat da lauter so kleine Perlen und Schleifchen drauf. Und der ist oversized, also der ist etwas größer, aber ich habe den jetzt nicht größer genommen, der ist einfach so. Also ich habe den in M genommen sogar, weil eigentlich habe ich bei Pullis manchmal L, weil irgendwie sind Pullis immer so, will ich die einfach weiter haben, als sie eigentlich sind. Aber bei dem hat schon, also bei dem reicht eine kleinere Größe und ja, der ist wirklich sehr, sehr schön und der hat etwas mehr gekostet und zwar 29,95, also 30 Euro, was jetzt eigentlich okay ist. Das ist doch okay, was habe ich denn da gelabert? Das ist ja eigentlich okay. Ich habe gedacht, der kostet mehr. Nee, jedenfalls den da und den liebe ich. Und der passt perfekt zu dieser Leggings hier. Okay, die Kreuze und die Schleifchen, das ist vielleicht ein bisschen... Ja, aber sehr, sehr schön. Ich liebe diesen Pulli. Also den gibt es auch hundertprozentig noch. Also schaut ihn euch mal an. Der ist wirklich sehr, sehr schön. Und dann war ich noch mit meiner Oma shoppen. Nein, ehrlich, ich mag es mit meiner Oma shoppen so gehen. Das ist irgendwie, keine Ahnung, entspannend. Und da habe ich bei C&A so, da gab es so mal einen so Extrem-Sale und da habe ich dieses Oberteil hier gekauft. Das hatte ich jetzt auch schon öfters an und ich liebe es einfach nur. Das ist so lang und mintfarben und hinten hat es so gestrickte Sache hier. Oder was ist denn das? So Crochet, keine Ahnung, wie man das auf Deutsch nennt. Jedenfalls ist das hier hinten so ein Totenkopf, falls ihr das jetzt erkennen könnt. Das sieht man etwas schlecht so, weil das Mint ziemlich gleich ist. Aber jedenfalls ist es ein Totenkopf. Und das hat, glaube ich, nur noch 2,50 gekostet. Und dann habe ich noch ein Oberteil gekauft. Ich blende euch jetzt hier mal ein Bild ein, weil das habe ich nämlich am Videoday angehabt. Und das ist immer noch in der Wäsche, also im Wäschekorb. Und ich habe das im Wäschekorb jetzt auf die Schnelle nicht mehr gefunden, weil ich wollte da jetzt auch nicht so in die Abgrundtiefen des Wäschekorbs danach suchen. Also ich blende euch jedenfalls, hier ist natürlich jetzt das Bild eingeblendet, wie das aussieht, das Oberteil. Und da steht I'm in love with a blogger drauf und das ist von C&A. Leute, von C&A.
von der eigentlich unhipsterischen Laden, den ich kenne. Und es hat auch 2,50 € gekostet und ich liebe das nur. Das ist so perfekt. Ja. Dann habe ich mir endlich mal was in Italien gekauft, was ich schon so ewig wollte. Und zwar ein Jack Daniels Top. Also das ist jetzt ein Top. Und das habe ich in größer genommen. Weil ich wollte das länger haben auf Leggings. Und das kann ich mir gut vorstellen mit einer Strickjacke und einer Leggings und Schuhen. Ja, hat 10 € gekostet am Markt. Ist schon den Markt in Italien. Sehr cool. Ja, freue ich mich jedenfalls ziemlich drüber. Das hat nicht mal das gefälschte I. Weil meistens steht ja dann hier so Jack Daniels. Also, wisst ihr, was ich meine? Ja. Dann habe ich mir was in einem Laden bei uns gekauft in Nürnberg. Der heißt Coco. Also, falls ihr mal in Nürnberg seid, solltet ihr mal bei den Laden vorbeischauen, weil der hat die schönsten Schuhe. Und zwar habe ich mir einmal diese Schuhe hier gekauft. Man sieht es eigentlich schon ziemlich gut hier drin in der Verpackung. Aber ich hole es trotzdem mal raus. Die sind diese. Und die klackern so lustig. Weil diese Nieten, die sind nicht so feste Nieten, sondern sind so lustige Nieten. Die fallen sehr klein aus. Deswegen habe ich sie in 40 genommen. Ich habe eigentlich 38 bis 39, aber naja. Und die sind sehr, sehr schön. Sind es dann für den Winter gedacht. Sind auch innen drin, sind die auch mit so Leo-Muster. Okay, auf das Leoparden-Muster war ich jetzt nicht so scharf, aber gut, das sieht man ja gar nicht. Und drin sind die halt so mit Stoff. Ich denke mal, dass der Stoff sich irgendwann abwälzt innen drin. Aber mit Socken ist das ja dann nicht so schlimm. Ich ziehe die ja nicht barfuß an. Und ja, ich stelle mir es halt sehr gut vor mit ein paar Stulpen raus oder mit langen Strümpfen oder sowas. Ja, die haben 24,95 € gekostet. Und also falls ihr mal in Nürnberg seid, dann kann ich euch den Laden wirklich empfehlen. Ich habe ja auch gerade eine Tüte. Coco, der hat sehr, sehr schöne Schuhe und ist, also Kleidung finde ich jetzt nicht so toll, das sind halt so Billigläden-Kleidung, aber die Schuhe, die sind irgendwie mega, also ja, kann ich euch nur sehr empfehlen, den Laden. Dann kommen wir jetzt zu diesen random gekauften Sachen, und zwar einmal ein Buch, das habe ich schon ewig gekauft, aber ich habe es irgendwie nie gezeigt, und zwar heißt das Wünsch dir was. Und darum geht es, dass eine 75-Jährige, ist zwar jetzt nicht so mein Thema eigentlich vom Lesen, aber ich fand es ganz schön, weil ich habe schon fast durch. Ich bin bis hier. Und da geht es halt darum, dass eine 75-Jährige halt Geburtstag hat und dann auf den Torte sind halt da 29 Kerzen und er wünscht sich halt nochmal einen Tag 29 zu sein. Und dann geht halt der Wunsch in Erfüllung, da wacht sie halt so eines Morgens, also den nächsten Tag auf und ist halt nochmal 29 und ich finde die Geschichte vom Buch richtig geil irgendwie. Ja, das ist richtig cool, das Buch eigentlich. Dann, was ich im Internet gekauft habe, ist dieses witzig aussehende Dings. Und zwar ist das ein Ladegerät für dein Handy. Und zwar werde ich euch das Ganze jetzt mal demonstrieren. Das kennen bestimmt auch viele von euch, aber who cares? Ich finde das so toll, ich muss es euch zeigen. Dann hat man diesen USB-Dings da. Stupselt man das hier ein. Dann geht's los. Warte, ich mach das mal auf laut. So. Und es lädt. Und zwar kann man das zu Hause aufladen. Jetzt ist gerade noch 63% drin, weil ich am Dienstag in München das aufgeladen habe. Jedenfalls kann man das daran aufladen und das ist halt voll praktisch für unterwegs und so. Ich lasse das jetzt mal dran, weil mein Handy muss eh aufgeladen werden, also ja, ich weiß gar nicht, wie viel das kostet. Ich glaube, das hat 25 € gekostet. Aber jedenfalls sehr praktisch, nur zu empfehlen. Habe ich schon oft benutzt jetzt. So, dann, wow, ein Deo. Ja, ich habe ein Deo gekauft. Keine Ahnung wieso, das hat mir meine Mutter mitgebracht. Ja, jedenfalls ist das ein Nivea Deo und zwar Antitranspirant Pearl and Beauty. Glatte und schöne Achseln. jedenfalls ist das eigentlich sehr gut. Ich habe das schon oft benutzt, jetzt seit 7-mal, glaube ich, 7-mal. Ja, dann habe ich mir noch in der Stadt so ein Dings hier gekauft. Das ist so ein Blumenstroh-Fußkettchen eigentlich. Aber man kann das auch durchaus als Armband benutzen. Das ist dann halt so und ich weiß nicht, was man mit diesen Teilen hier da macht.
würde das hier dann irgendwie mal bei Gelegenheit abschneiden oder so, damit das nicht mehr so lang ist, aber jedenfalls, das hat nur noch 3 Euro gekostet bei Claire's. So, dann kommen jetzt eigentlich nur noch, nein, nicht. Dann eine weitere random Sache ist dieser Bilderrahmen hier. Ich weiß nicht von meiner Mutter, ich weiß nicht, wo meine Mutter das gekauft hat. Dieses Schild hier unten mit den 3,99 verrät eigentlich fast Lidl, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich habe einen, aber wohl Bella Casa, ist das nicht irgend so eine Lidl-Marke? Keine Ahnung, jedenfalls hat er noch 3,99 gekostet und ich liebe diesen Bilderrahmen, wisst ihr wieso? Weil der hat runde Bilder und, runde Bilder. Der hat quadratische Teile, quadratische Bilderrahmenteile. Und damit kann man, gut Instagram-Bilder einrahmen. Okay, die beiden jetzt hier nicht, aber die kann man gute Instagram-Bilder reintun, weil irgendwie passen die nie in Bilder rein, weil die einfach quadratisch sind. Aber da passen die rein, deswegen mag ich den sehr. So, jetzt kommen nur noch Sachen. Nein, dann war meine Nachbarin in England, weil die ist da halt offen, weil die ist halb Engländerin. Und dann hat die mir von Primark so falsche Nägel mit Mustache mitgebracht. Das sind mega viele, und zwar 24. Voll cool. Die sehen so aus, das sind so falsche Nägel mit Mustache und sie hatte auch welche drauf und die hat gesagt, sie halten sehr gut. Ja. So, und dann war ich ja in Italien die letzten Tage und da habe ich ein paar Sachen gekauft und die werde ich euch jetzt zeigen. Nein, eine Sache habe ich nicht in Italien gekauft und zwar ist es diese Handyhülle hier, die habe ich bei Tailywell gekauft. Die hat so ein ultra cooles, ultra cool, endcool, so voll das coole halt Muster mit Azteken und die ist so weich, also sehr cool und ja, jetzt kommen die Sachen von Italien. Entschuldigung, ich bin halt voll verpeilt irgendwie. Die Lampe ist so grell, ich fange schon das Schwitzen an hier. So, jedenfalls habe ich mir iPhone-Hüllen gekauft und zwar einmal diese hier, so schwarz mit einem weißen Mustache und dann diese hier, die ist weiß mit 3 bunten Mustaches und da oben steht Mrs. Always Right, was ich nicht so check, was es eigentlich bedeuten soll, aber ja. Also ich weiß schon, was es heißt, aber ich check den Sinn so nicht ganz. Aber ich habe jedenfalls wegen die 3 Mustaches gekauft und die haben Blumenmuster innen drin. Dann habe ich diese Hülle gekauft, das ist so eine rosa iPhone, also es sieht aus, wenn ich mir das iPhone blasse, dass es in rosa ist. Und dann, weil ich eine dritte brauchte, habe ich diesen mega süßen Hasen hier gekauft. Der ist jetzt nicht so für den Alltag was oder für die Schule, weil es ist schon ein bisschen affig, aber so für Bilder oder einfach nur so zum Spaß, habe ich eben diesen hier gekauft. Und das gehört eigentlich meiner Mutter, aber wir haben es trotzdem gekauft. Und das ist so eine Eulenhülle, aber die will ich auch mal benutzen, also ist ja ganz gut, dass ich und meine Mutter das gleiche iPhone haben. Und ich habe keine Ahnung mehr, was die gekostet haben. Ich glaube, diesen Dreier Dings 10 Euro 3, glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Und dann gab es so Papangas am Markt. Und da habe ich mir 4 mitgenommen. Eins mit so rosa und Punkten. Das ist so riesig, weil ich das gerade dran hatte. Eins mit so Karo-Muster. Eins pink mit blau. Und eins ganz pink mit Sterne. Und da hat eins 1 Euro gekostet. Und bei 4 haben wir 3 Euro draus gemacht. Dann habe ich noch so sehr viele bunte Armbänder gekauft. Die kann ich jetzt gar nicht so nah alle zeigen. Jedenfalls sind die sehr schön und da hat eins jeweils 1 Euro gekostet. Ja. Nee, 1,50 Cent, 1 Euro, keine Ahnung. Und jetzt kommt das Highlight meines Hauls. Und zwar gab es in Italien dieses Besondere, was jeder will. Es gab Babylips in Italien und den hier hatte ich schon von Liuba bekommen und das ist der Pink Punch. Dann habe ich mir jetzt noch den Mint Fresh gekauft, den Intense Care, den Peach Kiss und den Hydrate. Und ich liebe diese Teile. Ich bin so froh, das gab es in so einem Supermarkt in unserer Stadt in Caorle, wo wir waren. Da gab es so einen Supermarkt, der heißt Alipair und da gibt es das. Da ist die Tüte. Oh, der rollt gerade weg. Und der hat ein Stück 2,99 gekostet. Und ja, 2,99, das ist so krass. Und
Ich weiß das nur, dass Ishta jetzt hat ihre auf ihrer Miyakose-Seite verkauft für 6,50 Euro. Und ich dachte mir nur so. Ja. Ich liebe diese Teile und ich bin so, so froh, dass ich diese gekauft habe. So, das letzte. Ein iTunes-Gutschein, den hat mir gestern mein Vater mitgebracht. 15 Euro. Ja, für 15 Euro. Ihr wisst ja, wie das so läuft. Ich hatte jedenfalls kein Geld mehr auf meinen iTunes-Dings. Ja, deswegen habe ich das gekauft. So, das war es schon mit dem Video. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen und es war jetzt doch nicht zu lang. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!